Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Moon Daily News. Hier ein kleiner Einblick hinter die Kulissen von Moon BW. Im Rat der Europäischen Union wird seit einigen Tagen der Unfall des Atomkraftwerkes Saporischschja behandelt. Doch wer steht gewissermaßen hinter der Krise? Das ist das Krisenteam. Aber Krise! Eva! Sie haben die Krise entworfen und weitergehend den Rat der Europäischen Union auf Trab gehalten. Krisenverläufe entwickeln, Gastreden halten, den Delegierten zur Verfügung stehen, das alles gehört zu ihren Aufgaben. Wer sie sind und wie ihre Arbeit aussieht, erzählen sie euch selbst. Finn Hampel, Lara Trappe, Tja Zettler, Tobias Seuring, Emilia, Ingo Heide. Ich studiere Gründung, Innovation und Führung an der Hochschule Bremerhaven und wohne dort zurzeit. Ich studiere Medizin in Mannheim. Ja, eine ganze Menge. Unter anderem viel mich privat mit Katastrophen beschäftigen und studieren. Ich studiere Politikwissenschaft und Soziologie in Kiel. Ich studiere Jura. Ich studiere Jura in Würzburg. Wir jagen die Ukraine in die Luft. Puff. Ja, das Leben ist eine Krise. Weil es super viel Spaß macht. Ja. Ja, es macht sehr viel Spaß und wir amüsieren öfters mal das gesamte Sekretariat. Ja, ich arbeite gern für meinen Konzern. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir haben ein unglaublich schönes Team und ein unglaublich motiviertes Team. Ebenso versuchen wir immer aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu gucken, dass alle gut versorgt sind. Wir haben Listen mit den Mahlzeiten, genug Wasser und genug Liebe. Und unser Drucker führt die Liste an. Barbara ist unser Herzstück. Einige Vertreter der NGOs überraschten am gestrigen Abend die Delegierten der Generalversammlung mit einer Protestaktion. Die NGOs stürmten am Samstagabend während einer Rede vom Delegierten Aserbaidschans die Generalversammlung. Sie verteilten Geld an die korruptesten Länder wie zum Beispiel Mexiko, Syrien, Libyen und Nordkorea. Im Wege steht. Es ist untragbar, meine Damen und Herren, dass die eine Freiheit die andere einschränken soll. Angeleitet von Transparency International wollten die verantwortlichen NGOs mit ihrer Aktion Korruption und die damit verbundenen Probleme aufzeigen. Von dem Ereignis zeigte sich Aserbaidschan allerdings unbeeindruckt. Akklamationen sind nicht gestattet und der Vorsitz bittet um Ruhe. Akklamationen sind nicht gestattet. Korruption stellt eines der größten Hemmnisse bei der Entwicklungspolitik dar. Und da es momentan um die Unterstützung von Entwicklungsländern in der Generalversammlung geht, haben wir uns dies als Anlass genommen, um auf die Problematik der Korruption aufmerksam zu machen. Von dem Ereignis zeigte sich Aserbaidschan allerdings unbeeindruckt. Zutiefst ungerecht. Eine bemerkenswerte Aktion zeichnete sich heute Morgen im Menschenrechtsrat ab. Dutzende Vertreterinnen und Vertreter der Nichtregierungsorganisation liefen in den Saal ein und setzten eine Mahnwache für Menschenrechte. Nun, es haben sich ja einige Staaten mehrheitlich muslimischer Länder versammelt, um die NGO-Aktion zu kommentieren. Es hat sich bei dieser Aktion offensichtlich ebenfalls wie bei der gestrigen Gastrede in unserem Gremium um eine feministische Verschwörung gegen die gottgewollte Ordnung gehalten. Die Arabische Liga sowie Afghanistan und alle restlichen anwesenden Staaten hier sind stark empört.
Die Aktion der NGO hat im Menschenrechtsrat heute für sehr großes Aufsehen gesorgt. Das ist sicherlich visuell eine sehr attraktive Aktion gewesen. Wir fragen uns dennoch, was das mit uns zu tun hat, weil in unseren Ländern Menschenrechte sehr gut geachtet werden. Und wir sind entsetzt über diese schlechte Rede über unsere Länder, die uns als regressiv und rückständig darstellt, obwohl wir uns nicht mit diesen Merkmalen identifizieren können. Am Sonntagmorgen stürmten NGO-Mitglieder von Greenpeace und Friends of the Earth den Wirtschafts- und Sozialrat. Dabei sprach eine Vertreterin von Friends of the Earth. Wir müssen langfristig denken und nicht nur für den Moment entscheiden. Denn wir sind die Vereinten Nationen. Wir sollten uns von egoistischen Zielen entfernen und an das gemeinsame Wohl denken. Denn wir sind in unserer Diversität vereint, egal ob schwarz oder weiß, Eisbär oder Braunbär. Ziel ihrer Aktion war die Kritik an der Unproduktivität des Gremiums und der Hinweis auf die Dringlichkeit der Thematik. Die Notizen und Lektüren der Delegierten bestätigten den Vorwurf der NGOs. Gestern wurde einstimmig eine Resolution zur Südsudan-Krise im Sicherheitsrat verabschiedet. Am gestrigen Abend verabschiedete der Sicherheitsrat eine Resolution, die die Einhaltung eines Friedensabkommens durch alle am Konflikt Südsudan beteiligten Parteien beinhaltet. Da haben wir verschiedene Beschlüsse gefasst. Einmal haben wir die unbedingte Einhaltung des Friedensabkommens im Südsudan beschlossen und bekräftigt. Zudem haben wir beschlossen, dass wir das Waffenembargo, das zurzeit auf dem Südsudan verhängt wurde, bei einer Entspannung der Sicherheitslage als Belohnung aufgehoben wird und das Handelsembargo komplett wegfällt, da die Zivilbevölkerung davon auch sehr betroffen ist und darunter leidet. Ja, des Weiteren haben wir uns für eine Einrichtung von UN-Sondertribunalen ausgesprochen, die zur Aufarbeitung und ja, Bestrafung der verübten Verbrechen dienen soll. Dies geschieht in Verbindung mit einer Fact-Finding-Mission, um sämtliche Beweismittel aufzuklären, bevor diese eventuell verschwinden können. Auch über die Anwesenheit Ihrer Exzellenz, der Generalsekretärin Janina Bauer, durfte sich der Sicherheitsrat freuen. In ihrer Rede lobte sie die Arbeit des Gremiums und knüpfte an das darauffolgende Thema die kritische Situation der Rohingyas in Myanmar an. Heute beschäftigen wir uns mit der Lage Myanmars. Dort werden Rohingya einfach vertrieben, da wird ein quasi Genozid veranstaltet, der natürlich sehr kritisch ist, sehr prekär, weswegen wir uns damit beschäftigen. Da ist es einfach so, dass wir eine neutrale Zone für die Rohingya gerne einrichten würden. Allerdings gibt es da noch sehr viele Problematik. Auch der Menschenrechtsrat verabschiedete heute eine Resolution zu den Rechten der Rückkehrenden in Postkonfliktzonen. Da es zum Beispiel einen großen Bedarf an Hilfe für Flüchtlinge gibt und Rückkehrende nicht ausreichend Unterstützung und Schutz erhalten, waren sich die Staaten einig, dass eine internationale Regelung notwendig sei. Nachdem ein operativer Absatz gestrichen und weitere Unstimmigkeiten gelöst wurden, stimmten die Delegierten mündlich ab. Rechtskräftige Sanktionen wird, Akklamationen sind gestattet. Im Folgenden war im Menschenrechtsrat eine durchaus positive Stimmung zu spüren. Die Delegation Senegals ist auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Resolutionspapier und möchte auch nochmal betonen, dass wirklich sehr lange gearbeitet wurde, um die Interessen möglichst aller einzubeziehen und glaubt auch, dass es gut gelungen ist. Eigentlich soll der Comservice ja die diplomatische Kommunikation aufrechterhalten. Das haben dieses Jahr manche Delegierte aber anders gesehen. Lass man ab jetzt bei allem zusammen Einspruch erheben. Neben der Diplomatie darf natürlich auch die Kunst nicht zu kurz kommen. Das hat sich wohl dieser Delegierte gedacht. Im dunklen Morgengrauen träumte ich von bunten Pfauen. Da hörte ich plötzlich ein Katzenmiauen, schauend über die weiten Auen. Sie heulen, sie kreischen, sie pfeifen, sie feiten. Ich habe keine Lust, diese Viecher zu begreifen. Doch um 5 Uhr morgens sollten sie lieber schleichen. Sonst habe ich meinem Pastor bald etwas zu beichten. Mit freundlichen Grüßen die Delegierte des Menschenrechtsrats. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, ging es auch wieder um die profanen Dinge im Leben. Lass uns in der Mittagspause Döner holen, Digga. Und worüber kann man sich noch unterhalten, wenn geklärt ist, was man in der Mittagspause macht? Der Litauer steht an der Tür. Er ist da. Ja, der Iraner ist voll hübsch, aber ich glaube, er ist ein Fuckboy, weil er es weiß. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und jetzt geht es weiter mit Spaß.